Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um spiegellose Kameras und im Speziellen um die Sony A7R. Ja, schon vor knapp einem Jahr haben mich die ersten Leute gefragt, Ben, sag doch mal was zu spiegellosen Kameras und allgemein, wie du die findest und auch Sony und bla, wir haben ja gesehen, du hast auch eine Sony und mach doch mal und hier und da. Und ich habe immer gesagt, chillt euch mal, ja, wenn es an der Zeit ist und wenn ich die Kamera wirklich mal getestet habe und mit wirklich testen meine ich nicht einfach mal ins Studio gepackt oder mal kurz in den Garten gegangen und drei Fotos gemacht und dann einen Artikel darüber geschrieben oder ein Video darüber veröffentlicht und gesagt, ja, geile Kamera oder nein, keine geile Kamera, sondern ich mache ein Video, wenn ich wirklich mir eine Meinung darüber gebildet habe. Und ich habe die Kamera jetzt seit knapp 6,5 Monaten im Dauereinsatz. Ich bin damit 80.000 Kilometer um die Welt gereist. Ich war damit in Thailand, in Norwegen, in Südafrika, Australien, Schottland, Deutschland, Österreich, Schweiz, am Meer, im Wasser und so weiter und so weiter. Ich habe sie in extreme Situationen gebracht. Ich war damit bei über minus 12 Grad in Norwegen. Ich war damit bei über 40 Grad in Südafrika. Ich war damit unter Wasser im Great Barrier Reef. Und bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, ich kann mir eine Meinung darüber erlauben. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich möchte so ein bisschen die Vorteile und auch Nachteile von spiegellosen Kameras im Allgemeinen beleuchten und dann auch im Speziellen eben von diesem heißen Teil hier. Und das mache ich nicht, weil ich Geld dafür bekomme oder sonst irgendwas, sondern ich mache das aus Überzeugung tatsächlich. Sowas soll es noch geben. Fangen wir an mit den Hard Facts der Kamera. 36 Megapixel Vollformat-Sensor, sehr, sehr kleiner Body und das wohl geilste bei einer Vollformatkamera, ein Klappdisplay. Wer meine Videos schon öfter gesehen hat oder auch schon länger verfolgt, weiß, ich liebe Klappdisplays und ich verfluche Kameras, die keinen Klappdisplay haben. Und endlich hat ein Hersteller mal auf mich gehört und gesagt, komm, Ben, ja, wegen dir, genau wegen dir, bauen wir mal ein Klappdisplay in eine Vollformatkamera auch rein. Finde ich sehr, sehr gut. Ansonsten Schnickschnack wie Wi-Fi und sonstiges Zeug, alles schön und gut. Für mich erstmal nicht so entscheidend. Der entscheidendste Punkt, warum ich auch gesagt habe, ich gebe der A7R überhaupt eine Chance und verabschiede mich von meiner 6D, ist der Sensor. Es ist zwar ein Vollformatsensor, wie auch bei der 6D, aber der hat einen viel, viel höheren Dynamikumfang. Hoher Dynamikumfang bedeutet, ich habe eine größere Range von hell zu dunkel in einem Bild. Und zum Beispiel in einem RAW-Bild habe ich mehr Informationen, die ich zurückholen kann, auch wenn Stellen schon ausgebrannt erscheinen zum Beispiel. Wobei sie auch mit einem höheren Dynamikumfang noch nicht so schnell anfangen auszubrennen. Zum Beispiel in schweren Lichtsituationen wie Licht und Schatten, ja, Sonne, Gegenlicht und auch einfach ein sehr dramatischer Himmel mit vielen Helligkeitsstufen, auch vielleicht unten schattiger Bereich, ist es mit einem hohen Dynamikumfang viel, viel einfacher, das alles in einer Belichtung einzufangen, als mit anderen Kameras, die einen normalen Dynamikumfang haben. Das war eigentlich für mich das ausschlaggebende Argument, da ich mich ja mittlerweile sehr auf Landschaften spezialisiert habe, Menschen immer noch fotografiere, aber gerade für Landschaften der hohe Dynamikumfang das Geilste auf der Welt ist. Das war für mich eigentlich so das Hauptargument, warum ich gesagt habe, ich gucke die mir überhaupt erstmal an. Mittlerweile liebe ich den Dynamikumfang. Es ist einfach unglaublich, was man technisch gesehen rausholen kann noch aus einem RAW-Bild und das finde ich echt sehr, sehr gut. Ansonsten spiegellose Kameras allgemein, sagt der Name ja schon, haben keinen Spiegel. Dadurch können sie auch kleiner und kompakter gebaut werden. Und wenn wir das Objektiv einfach mal abdrehen, sehen wir direkt den Sensor. Kann ein Nachteil sein, gerade wenn es regnet und man Objektive wechselt, sollte man einfach vermeiden. Im Spiegel gibt nochmal eine gewisse Art von Schutz, aber ist absolut nicht notwendig. Und der größte Vorteil, den ich sehe bei spiegellosen Kameras, ist der digitale Sucher. Ich war lange Zeit skeptisch gegenüber einem digitalen Sucher, weil ich gesagt habe, warum? Ja, ist doch geil, wie es ist. Ja, mit Spiegelkamera, Spiegelreflexkamera ist es doch geil, einfach durchzugucken durch den optischen Sucher. Ganz ehrlich, wer einmal mit einer spiegellosen Kamera fotografiert hat, der möchte nie wieder mit einer Spiegelreflexkamera fotografieren, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat, den digitalen Sucher zu benutzen. Wenn man hier durchschaut, sieht man alles, was man sonst im Live-View sieht. Das heißt, ich habe quasi, ich vergleiche das gerne, einen zweiten Live-View oben im Sucher drin. Das heißt, alles, was ich hier sehe, Helligkeit, Belichtungssimulation, hallo liebe Nikon-User, ihr kennt sowas wahrscheinlich noch nicht, außer die, die eine aktuelle Kamera haben. Das heißt, ich drehe an der Kamera und sehe, dass das Bild heller und dunkler wird. All das habe ich auch im Sucher
oben drin. Die Kantenabhebung, hier komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, habe ich im Sucher drin. Das Histogramm, was ich mir einblenden kann, habe ich im Sucher drin. Die Wasserwaage, all das habe ich im Sucher drin. Das heißt, ich habe alles 100%, was ich hier habe, auch im Sucher. Ich muss die Kamera zwischendrin nicht mehr abheben und kann auch zum Beispiel in schwierigen Lichtsituationen wie Licht von hinten, wo ich nichts mehr auf dem Display hinten erkennen kann, auch durch den Sucher noch lösen. Das heißt, ich habe eine Abschattung, das Auge direkt dran, kann mir Bilder angucken, bei Sonne zum Beispiel. Unter Wasser habe ich das gemacht, da bin ich getaucht mit einer Schildkröte, musste Bilder löschen, habe auf dem Display nichts mehr gesehen, habe dann durch den Sucher mit der Taucherbrille, mit dem Gehäuse geguckt. Und Bilder gelöscht durch den Sucher. Das ist möglich, wenn man einen digitalen Sucher hat. Und das finde ich schon sehr, sehr geil, warum ich, glaube ich, mittlerweile auch fast nicht mehr mit einer Spiegelreflex fotografieren könnte. Ich habe mich so daran gewöhnt mittlerweile, das ist echt cool. Ansonsten, Thema Kantenabhebung, habe ich eben gesagt, finde ich ein mega cooles Feature. Und wer bei einer Canon-Kamera Magic Lantern installiert hat, der kennt sowas Ähnliches. Da heißt es, glaube ich, Focus Peaking. Und das heißt, es gibt ein Kriseln im Bild dort, wo die Schärfe liegt. Hat die Kamera schon eingebaut und habe ich auch schon bei anderen spiegellosen Kameras von anderen Herstellern gesehen. Finde ich mega geil, die Funktion. Das heißt, wo ich drehe oder wenn ich am Fokus drehe, sehe ich, wo die Schärfe hinwandert anhand dieser kriselnden Linien. Und jetzt kommt der große Vorteil von spiegellosen Kameras. Wenn ich hier durchgucke durch den Sucher, sehe ich das Kriseln der Linien auch. Das heißt, ich kann manuell über den Sucher mit der Kantenabhebung fokussieren. Und bei Blender 1.4, ich kann es euch sagen, es ist todeseinfach zu fokussieren. Manuell. Ja? Früher, wenn man gesagt hat, manuell durch den Sucher zu fotografieren mit einer 1.4er Blende, ist mega schwer. Es ist so einfach, weil ich einfach drehe und gucke, wo es kriselt. Und dann ist die Schärfe da. Ich habe fast keine unscharfen Fotos mehr mit Offenblende. Es ist einfach krass. Also das ist eines der Features, wo ich sage, das ist mega geil. Da kommen wir auch schon zu den negativen Features von spiegellosen Kameras beziehungsweise auch von der A7R, die ich jetzt schon öfter gehört habe und viele Leute mich auch bei Workshops immer gefragt haben, Ben, was sagst du dazu? Thema Autofokus. Autofokus bei der A7R mit Original-E-Mount-Objektiven ist relativ langsam. Ja, es ist nicht der schnellste Fokus, gerade wenn man Spiegelreflexkameras gewohnt ist, wo man drauf tippt und es macht didit, 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 didit. Hier macht es so didit, also ein bisschen verzögert und das ist schon ein Manko, wo man sagen kann, jo, das wäre vielleicht für den einen oder anderen Ausschlusskriterium. Für mich absolut nicht, denn in der Landschaftsfotografie fokussiere ich sowieso manuell. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, selbst in der Porträtfotografie komplett manuell zu fokussieren. Das macht mir A mehr Spaß und es ist B zuverlässiger als Autofokus, weil ich einfach original extrem sehen kann auf Offenblende, wo die Schärfe gerade im Bild liegt. Ob die auf der Wimper liegt, ob die auf dem Auge liegt, ob die auf der Nase liegt, auf dem Ohr liegt. Ich sehe, wo das Kriseln ist. Und dann, wenn das Kriseln auf dem Auge in der Pupille ist, dann drücke ich ab und das Foto ist scharf auf Offenblende. Das ist echt mega cool. Für manche Bereiche nicht geeignet, würde ich auch sagen. Also aber auch 36 Megapixel braucht man nicht zwingend in der Sportfotografie. Die RAW-Files sind relativ groß. Das heißt, wenn man viele Bilder hintereinander schießt, dann braucht man auch eine sehr, sehr schnelle Speicherkarte, dass die überhaupt geschrieben werden. Da würde ich die A7R nicht empfehlen. Dafür ist sie aber auch, glaube ich, nicht gemacht. Also gerade durch den hohen Dynamikumfang, die hohe Megapixelzahl für Landschaften eigentlich echt gut geeignet. Aber auch in der Menschenfotografie nutze ich sie sehr, sehr oft und finde sie gerade durch diese Features mit der Kantenabhebung sehr, sehr gut geeignet. Ein anderer Knackpunkt, den viele Leute ansprechen, ist nicht nur der Autofokus, oder es hat auch was mit dem Autofokus zu tun, und zwar die Originalobjektive. Es gibt von der E-Mount-Serie, also dieses Objektiv hier oder diese Kamera hat einen E-Mount, das heißt, Objektive brauchen auch einen E-Mount, damit sie richtig daran passen. Die alten Sony-Kameras haben einen A-Mount. Das heißt, alte Objektive kann man nicht einfach so an diesen Kameras benutzen. Aber mit Adapter ist das möglich. Es gibt Autofokus-Adapter, benutze ich zum Beispiel hier aktuell. Auf meiner Kamera habe ich das 16-35 2.8er von Sony. Habe ich genommen, weil es eine 2.8er Blende hat und ich einen 77er Durchmesser auch vorne haben wollte beim Objektiv. Alle meine Filter sind 77 schon gewesen. Und ich wollte ungern größer oder kleiner werden mit meinem Objektiv. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden mit Adapter. Ich habe keinen Verlust durch den Adapter, also keinen Qualitätsverlust. Der Autofokus funktioniert immer noch nicht wirklich schnell, ja, ein bisschen langsamer sogar noch. Für mich aber immer noch kein Ausschlusskriterium, weil ich manuell, wie gesagt, bei Landschaften fokussiere. Ich benutze auch viele Canon-Objektive an der Sony-Kamera. Ich benutze auch viele Drittherstellerobjektive mit Canon-Mount an der Sony-Kamera. Ich habe ja zwei 6Ds. Ich habe die 7R und ich habe die 7S. Warum sollte ich mir also für jede Kamera extra Objektive kaufen? Das ist doch Unsinn. Ich kaufe mir einfach alle Objektive für Canon. Die sind eh günstiger, ja, meistens, sogar als Nikon-Mount auch. Das heißt, ich kaufe mir Canon-Objektive mit Canon-Mount, nehme dann einen Adapter auf E-Mount und benutze einfach meine ganzen Canon-Objektive an der Sony auch. Also es ist kein Problem. Ich habe dafür den Immolite-Adapter
von Fotomorgen. Der kostet so, ich glaube, um die 80 Euro oder sowas. Ist auch mit Autofokus übertragen. Das heißt, auch die EXIF-Daten und sowas werden übertragen. Die Blende und so weiter ist verstellbar, einfach so über die Räder. Ich fokussiere aber trotzdem manuell. Und wer es mir nicht glaubt, es ist todeseinfach, wirklich, damit manuell zu fokussieren. Das heißt, auch das Argument mit Objektiven und wenig Auswahl und bla 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 ist passé. Ich habe selbst in Afrika mit dem 100-400er mit Zweifach-Telekonverter fokussiert manuell. Bildstabi funktioniert weiterhin wie gewohnt, auch von den Canon-Objektiven, aber das Fokussieren, alles manuell gemacht. Gefilmt manuell, fotografiert manuell mit dem Fokus, es klappt super. Dann Bedienung. Intuitiv eigentlich, Blende, Verschlusszeit und ISO. Die Größe der Kamera, habe es vorhin schon kurz angeschnitten, ist relativ klein. Das heißt, wenn man jetzt hier mal, also jetzt sieht die gerade zwar sehr mächtig aus, aber eigentlich ist die Kamera nur so groß. Das heißt, das hier ist eigentlich die Kamera. Für mich eigentlich zu klein. Das heißt, wenn ich hier fotografiere, habe ich nur zwei Finger, die die Kamera halten. Ein Finger am Auslöser und der kleine Finger ist schon unter der Kamera. Das finde ich ein bisschen störend. Deswegen war das Erste, was ich mir geholt habe, ein Batteriegriff. Ich habe dann recherchiert im Internet und kann jedem nur diesen Batteriegriff empfehlen. Das ist ein Nachbau-Batteriegriff. Hashtag no Schleichwerbung. Er ist einfach fett, weil er hat einen integrierten Funkauslöser. Das heißt, ich brauche keinen Kabelsalat mehr, stecke mir das Teil ran, habe eine größere Kamera dadurch, also eine bessere Grifffähigkeit auch und einen Fernauslöser. Ich habe eine Fernbedienung dafür, auch Intervallfunktion und so weiter und kann damit kabellos über den Batteriegriff auslösen. Batteriegriff, Stichwort, letzter Punkt, wo spiegellose Kameras nicht so top performen, ist die Akkuleistung. Aber man kennt das mittlerweile und man hat sich schon fast daran gewöhnt von Smartphones. Heutzutage ein Smartphone innerhalb von einem Tag leer. Wer hier im Schwarzwald ist und kein Netz hat und das Smartphone die ganze Zeit ein Netz sucht, der weiß, an einem halben Tag ist ein Smartphone auch mal gut leer. Wenn man das weiß und darauf vorbereitet ist, weiß man einfach, dass man öfter laden muss. Alternativ, wenn man nicht so oft laden kann, braucht man einfach mehr Akkus dafür. Ich habe dafür den Batteriegriff. Ich habe immer zwei Akkus drin und zwei Akkus reichen für einen Tag. Es ist einfach so, wenn man einen Live-View hat, der permanent an ist und auch einen digitalen Sucher hat, der permanent an ist, also permanent Monitore quasi leuchten, dann braucht man einfach viel, viel mehr Akkuleistung. Ich finde, es ist verkraftbar, wenn man sich darauf einstellt und zum Beispiel auch einen Batteriegriff mit zwei Batterien nutzt, kommt man da damit gut über den Tag hin. Wenn ich Landschaften fotografiere, muss ich eigentlich nur einmal am Tag laden, meistens abends, über Nacht, dann stecke ich zwei Akkus rein und die halten eigentlich über den Tag. Filmt man mit den Kameras, geht der Akku deutlich schneller noch leer, dann bräuchte man fast schon vier am Tag. Muss man sich mit arrangieren. Sonst gibt es einen Manko, wo ich auf jeden Fall finde, das muss bei der nächsten Kamera geändert werden. Es gibt kein Ladegerät dazu. Das finde ich ein Unding. Wie kommt man auf die Idee, kein Ladegerät mitzugeben bei einer Kamera? Ja, es ist nur einfach ein Kabel, steckt man rein und dann kann man über das Kabel seine Kamera laden. Muss sich extra ein Ladegerät dafür kaufen. Das finde ich Schwachsinn. Sollte man bei der nächsten Generation auf jeden Fall verändern. Alles in allem bin ich mega zufrieden mit der Kamera. 6,5 Monate jetzt im Einsatz gehabt, viele Kilometer damit gemacht. Ursprünglich war es als ganz einfacher Test geplant, wo ich auch sage, ich mache kein Video über irgendeinen Test. Also mache ich generell nicht. Wenn mir irgendeine Firma schreibt und sagt, hier willst du mal testen, sage ich, jo, teste ich, aber mache kein Video drüber, warum sollte ich? Ich teste das für mich. So, ja. Dann habe ich gesagt, komm, ich finde die Kamera geil, aber ich will trotzdem kein Video darüber machen, sondern die einfach mal lange Zeit testen und wenn sie mir dann gefällt, vielleicht mache ich ein Video darüber. Und das ist heute der Zeitpunkt gewesen. Nach knapp einem halben Jahr kann ich sagen, ich bin überzeugt von der Kamera, ich finde sie gut und ich mache tatsächlich ein Video darüber, aber nicht, weil ich dazu aufgefordert wurde oder gefragt wurde, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin und es sehr, sehr spannend finde, wie die spiegellosen Kameras den Markt zerbersten. Ja, und das auch in Zukunft werden. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde, es muss immer ein Konkurrenzkampf da sein. Die Hersteller sollen gezwungen sein, gegenseitig zu entwickeln und neue Sachen auf den Markt zu bringen. Der Kunde kann nur davon profitieren, ja, wenn die Hersteller sich anstrengen. In den letzten Jahren ist nicht wirklich was passiert. Es kamen neue Modelle. Ich war bei jedem Produktlaunch eigentlich enttäuscht von den Kameras, abgesehen von der 6D, weil das endlich mal eine Vollformatkamera war, die ein bisschen günstiger war. Aber sonst ist nichts passiert. Ja, es kam einfach Neuerungen, wo ich gesagt habe, warum? Ja, ein Fokuspunkt mehr, zwei Fokuspunkte mehr, vier Bilder, ein Bild mehr in der Sekunde, ja, ein bisschen höhere ISO-Wert, was auch immer. Das waren alles so Nichtigkeiten irgendwie. Und dann kamen mal Hersteller und haben gesagt, komm,
wir hauen jetzt mal hier eine Kamera raus, die hat ein ISO 409.000 oder was auch immer. Komm, wir hauen jetzt einfach mal einen höheren Dynamikumfang. Wir machen mal kleine Vollformatkameras mit Klappdisplay. Auch wenn alle Profi-Fotografen immer sagen, Klappdisplay, das braucht doch keiner. Ich finde das geil. Ja? Und auch andere Hersteller haben mittlerweile geile Features. Ich habe letztens so ein Feature gesehen zum Beispiel, wo man Langzeitbelichtung macht, Lightpainting macht und das Lightpainting hinten angezeigt wird in der Kamera. Man kann absetzen und dann wieder weiter Lightpainten. Das sind coole technische Features, ja? Coole Sachen, auch die Kantenabhebung. Dass man alles im Sucher sich einblenden kann. Das sind Sachen, da sage ich, das ist geil, macht weiter so, entwickelt das weiter und dann seid ihr zu Recht irgendwann oben mit dabei. Es gibt mittlerweile nicht nur die zwei großen Player, es gibt mittlerweile auch Alternativen und die sollte man sich unbedingt angucken, wenn man sich für eine neue Kamera interessiert, gerade im Vollformatsegment, die A-Serie von Sony. Ich kann sie nur empfehlen. Dynamikumfang, Handelbarkeit. Ich bin sehr, sehr überzeugt davon und ich werde auch in den nächsten Monaten und Jahren, sage ich jetzt jedenfalls heute an diesem Tag, sicherlich noch mit diesen Kameras einigen Spaß haben und ihr hoffentlich auch. Also schaut sie euch vielleicht auch mal im Laden an, vielleicht eure Meinung, wenn ihr selber eine spiegellose Kamera besitzt, unten in die Kommentare. Wenn ihr noch Vorurteile gegenüber spiegellosen Kameras habt, dann gerne auch unten in die Kommentare mal posten. Bitte kein Canon, Nikon, Sony, Olympus, Pentax, whatever, Bashing. Mache ich auch nicht. Es gibt einfach Sachen, die haben manche Hersteller absolut nicht drauf. Ja, möchte jetzt aber auch keinen Hersteller nennen. Wer mich kennt, weiß, von welchem ich rede. Und es gibt aber keinen Grund, einfach jetzt andere Kameras schlecht zu machen. Ich würde auch nicht sagen, dass das die beste Kamera ist, die es gibt, sondern sie ist für meinen Einsatzzweck aktuell die beste Kamera, die ich benutzen kann. Ja, also es gibt keine Kamera, wo ich sage, die würde mir so viel Spaß machen wie aktuell diese Kamera. Es kann aber bei dir, der gerade dieses Video guckt, komplett anders sein, weil du vielleicht andere Bereiche fotografierst, vielleicht auch einen anderen Workflow in der Fotografie hast. Also ich bin gespannt auf eure Meinung zu spiegellosen Kameras oder auch Spiegelreflexkameras, vielleicht auch eure Prophezeiung für die Zukunft. Vielleicht widersprecht ihr mir auch komplett. Postet es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten an der Seite gibt es noch mehr Videos übers Fotografieren. Unten ist der Abonnieren-Knopf. Raufklicken, kein Video mehr verpassen. Und nebendran der Link auf lernvonben.de. Da gibt es Video-Workshops, zum Beispiel über Landschaftsfotografie. Also checkt's aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga.